Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir basteln weiter an unserer kleinen Straße hier. Gucken, wie wir jetzt das nächste Gebäude hier reinquetschen können, bevor wir das zu Ende dekorieren. Vielleicht kommen wir jetzt auch irgendwie, ja, optikhalber mehr in eine andere Richtung, die ich mir vorstelle. Die Sachen passen schon recht gut. So ist es ja nicht. Ne, da will ich ja auch gar nicht groß drüber meckern, dass das alles nicht so passen würde. Aber irgendwie ist der Funke noch nicht so 100% bei mir übergesprungen, dass ich sage, ja, genau so muss das sein und nicht anders. Ja, hier könnten wir ja eigentlich sowas dann ansetzen. So. Machen wir hier unten so ein bisschen verstärkte Böden. Oh, ihr sitzt außen, ne? Ihr sitzt nicht innen. Okay, warte, dann müssen wir das nochmal... Da müssen wir es nochmal ändern. Dann müssen wir vielleicht mit dir anfangen. Wobei, du sitzt ja auch außen, ne? Warum hat das denn dann nicht geklappt? Doch Käse. Das ist doch Quatsch hier. Okay, warte. Machen wir den jetzt so. Dann funktioniert das nämlich auch mit dieser Ecke. Dann können wir dich jetzt nach... Da ist ja auch... Ist ja auch ja. Wer hat sich das schon wieder ausgedacht? So. Sehr gut. Okay, das schieben wir gleich ein bisschen durch die Gegend, dass das hier auch passt. Das sieht nämlich gerade noch komisch aus. Hä? Was ist denn da jetzt kaputt? Geht das mit dem Ding nicht, oder was? Ich wollte das nicht so breit machen. Ich muss vielleicht doch eher 3 breit. Hey, gut. Machen wir dich 3 breit. Das ist mir auch egal. So. Nochmal. Das muss ja hier auch irgendwie passen, ne? Das geht ganz schön auf den Weg. Vielleicht können wir ja auch das so abschließen. Da dahinter. Es ist halt alles ein bisschen verwinkelter gebaut worden damals, ne? Will ja auch nicht zu viel von dem Weg wegnehmen. Also machen wir es mal eher so. Jetzt ist das auch wieder so breit, ne? Machen wir das nächste halt schmaler. Ist ja kein Ding. Kriegen wir alles hin. So. Jetzt machen wir da oben wieder wunderschöne... Oder machen wir diesmal gar nicht. Wir machen da jetzt einfach... direkt das nächste drauf. So. Perfekt. Das auch schon wieder. Ich weiß, ich bin irgendwie nur am Murren, aber das ist alles. Das wird schon wieder zu glatt und. Oh, ich möchte, dass du so ein Stück rausguckst, weil so Überhänge machen das Ganze auch wieder interessanter. Und dann brauchen wir doch hier ein Element. Da können wir ja vielleicht das Holzbrett nehmen. Da guckst du auf der Seite raus. Ein bisschen. Moment.
was guckst du auf der Seite raus? Was soll denn das? Ach, guck mal, du bist sogar... Ja, nee, warte, du bist... Das funktioniert mit dir nicht. Es tut mir leid. Dann nehmen wir doch hier wieder dich. Machen das so. Haben wir so einen kleinen Überhang. Und jetzt würde ich halt gerne mal was anderes probieren. Und zwar, dafür müssen wir hier rein. Brauchen den Filterpiraten. Und jetzt wäre die Idee, als Dach mal was anderes zu nutzen. Und zwar hier sowas. Oder beziehungsweise sowas halt mit in die Häuser einbauen. Das gefällt mir schon sehr gut. Und das passt auch perfekt mit der mit der Achterbahn. Das finde ich sehr gut. Jetzt ist halt die Frage, wie machen wir hier jetzt das Dach? Oh Gott. So. Versteht ihr den Hintergedanken vom Dach? Ein bisschen arg offen, ne? Können wir das verwenden? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich dann... Es geht zu hoch. Außer wir setzen das wirklich so perfekt unter der Achterbahn an. Geht natürlich auch. Dann glitscht es nur da ins Gebäude, aber das kann man ja auch noch anpassen. So, wenn wir jetzt das mal positionieren und drehen. So. Das sieht doch schon viel mehr nach sowas aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hier können wir... Das hier können wir vielleicht noch kaschieren. Pass auf. Das ist nicht das Problem. Machen wir das Gebäude dadurch halt auch ein bisschen interessanter. Indem wir hier nochmal so ein Ding haben, wo dann ein Fenster hin kann. Und dann nur da der Balkon ist. Dann haben wir das nämlich ein bisschen kaschiert. Okay, hier haben wir ein kleines Luftloch. Da müssen wir dann nochmal eventuell was vorbauen. Ja, aber es geht auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Guck du hier, das sieht nicht sehr gesund aus mit dem Stück. Das würde ich vielleicht auch nochmal ein Stück rausschieben. Dann auch, ne? Jetzt passt das hier mit dem Muster nicht. Geht hier ein bisschen reiner. Außer wir sagen, wir machen die beiden noch ein Stück weiter runter, unter die Schiene. So. Geht auch, ne? Auch immer noch okay. Ist doch... Probieren es dann doch nochmal weiter reinzuschieben, wenn das jetzt mit weiter runter klappt. So. Ja, du... Komm, das... Das ist jetzt okay, das Fitzelchen da. Das können wir verkraften. Aber so ist doch schon... Also, ich bitte euch, ne? Das...
Das ist jetzt sowas, wie ich mir das erhofft habe. Hier, mehr das Dorf. Ich überlege auch gerade, ob wir das hier... Dann gehen wir mal eben in das Gebäude. Eigentlich mache ich das jetzt hier nicht nochmal. Ich wollte es ein bisschen anders machen. Das war vielleicht mehr so. Ah, es funktioniert aber nicht ganz, ne? Nee, ist nicht ganz so das, was ich mir da erhofft habe. Ja, hier müssen wir jetzt noch gucken, wie wir das irgendwie kaschieren, dass wir da jetzt ein neues Gebäude hinbauen. Können wir ja vielleicht unten mal nicht als Grundstein Sandstein nehmen, sondern vielleicht direkt Holz. Direkt da so anpassen möchte ich eigentlich auch nicht, ne? Machen wir das. An den Weg. So. Dann hätte ich gerne, nee, falsch, hier muss ich hin, die Plattform wieder, damit man, ne, einen Boden hat. Oder, warte. So, ja, gib mir mal hier Raster. Ja, ich weiß, ich mache mir jetzt hier wieder Rasterparty. Fluche am Ende wieder, warum das alles nicht hinkommt. Glitscht das wieder? Ich weiß, ich weiß. Den Kalkstein. Der war, glaube ich, hier drüber. Ja. Den machen wir jetzt hier drauf. So. Dann haben wir das da auf jeden Fall schon mal so ein bisschen kaschiert. Das darf ja ruhig hier so ein Stück rüberhängen, ne? Kriegen wir das da irgendwie anders? Kriegen wir da was anderes hin, um die Lücke zu schließen? Jetzt werden wir hier wirklich kreativ, ne? Also, vielleicht kriege ich ja mal hin, das zu benutzen. Ich weiß nicht. Ja, doch, müsste eigentlich schon so rum, dass man von da drauf geht, ne? Hm, vielleicht woanders? Du bist auch so ein ähnliches Ding. Großartig, was für davor haben wir nicht, ne? Außer wir sagen, wir nehmen das hier. Man sogar machen, ne? Hätte was? Hätte was? Hier nochmal irgendwie so Balken vor. Macht das Gebäude auf jeden Fall interessanter. Und wir müssen hier weiter in den Berg hinein. Weil hier kann man ja auch wieder sagen, so, man macht hier eine kleine Plattform. Natürlich noch die Frage, wie hoch gehen wir hier? Vielleicht noch eine halbe Dingens höher. Wo waren die da? So ein halbes Ding höher.
Hat er auch noch so einen Zipfel, ne? Und dann können wir jetzt gucken, wie wir da das Dach drauf machen. Was wir da als Dach nehmen. Was hätten wir denn noch für Optionen? Wir haben jetzt dieses Schiffdach, was ich schon sehr cool finde. Ich überlege gerade, ob wir noch eine andere Option haben. Außer halt diese Standarddinger. Man könnte natürlich sowas hier mal probieren, aber es ist doch eher Richtung Märchen, ne? Und viel zu steil. Zu sehr mixen möchte ich auch nicht. Wir versuchen es nochmal hier dann mit dem, ob wir da was zaubern können. Da brauchen wir natürlich die richtige Farbe wieder. Können wir das Dach hier ein bisschen interessanter gestalten? Ich würde halt gerne hier so eine Spitze haben. Ja. Wobei, machen wir das einfach hier auch. Da gehen wir hier weiter rein. Dass es da halt richtig abgeschlossen ist. Und hier haben wir halt das drüber. Das ist hinten ein bisschen offen. Geht auch, ne? Geht. Jetzt müssen wir hier nur die Lücken wieder schließen. Kalk, 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 Kalk. Ich bin zu weit unten. Jetzt bin ich zu weit oben. Ach, wo sind die denn? Da. Gefunden. Ich hab die gefunden. So. So. Hier hinten natürlich dann auch, um das zuzumachen. Brauchen wir die Spitze. Und hier die Spitze. Ja, ziehen wir das einfach nochmal ein höher. Dann können wir machen, ne? Sieht sehr interessant aus. Finde ich cool. Wenn wir jetzt das ganze Gebäude natürlich noch mit Balken hier bestücken. Das kann dann ja bis nach unten gehen. So. Und dann den da vielleicht noch dran. Ja, cool. Nein, gib mir doch hier. Schön. Da können wir das auch noch dran setzen. Weil ich gerade eher so dabei bin, diese Ecke, die wir da haben, hier vorne zu machen. Damit sich das Haus einmal dreht. Aber dann haben wir das, die coole Optik halt nicht mehr. Außer wir können hier jetzt halt eine richtig coole Treppe oder so gestalten. Dass man hier halt die Möglichkeit dann hat, runterzugehen. Man ja den Fels nochmal ein bisschen wegdrücken. Dass man da den Platz hätte. Hier halt eine Treppe reinzugestalten.
Ja, könnte man machen, ne? Würde gehen. Aber so. Ja, hier oben. Klein wie möglich. Einfach damit man das da der Plattform ein bisschen wegbekommt. So. Ja. Perfekt. Jetzt wäre das da so reingehauen worden. Können wir ja nochmal ein Stückchen rauen, dass das dann interessanter wird. Ja, doch, so ist doch gut. So ist doch gut. Terrain. Bisschen felsiger werden. Auch da unten. Oh, wir haben die Zugstrecke gar nicht wieder freigebuddelt, sehe ich gerade. Ha! Können wir gleich vielleicht mal noch machen. Ein bisschen mehr Fels anbringen. Auch so. Aber doch, die, also so entwickelt sich die Gasse doch langsam ein bisschen mehr zu dem, was ich mir vorstelle. Was ich noch gerne machen würde, bevor ich es gleich wieder vergesse, beziehungsweise dann in der nächsten Folge nicht mehr auf dem Schirm habe. Hier sind die aber nicht bei. Moment. Das glaube ich jedes Mal falsch, ne? Ja. Und zwar die hier. Reicht die? Oder brauchen wir die lange? Ich glaube, wir brauchen die lange, ne? Natürlich viel zu übertrieben lang ist. Ruhig so ein bisschen so, ne? Müsste man da den Zaun vielleicht... Ah, das sieht aber irgendwie... Außer man schiebt es halt so weit hoch, dass das hier Sinn machen würde mit den Holzpfeilern. Und vielleicht auch nicht so extrem schief. Könnte man darüber. So hier hinten durch irgendwie? Nee, ne? Das könnte man so machen. Und dann da halt an das Gebäude eine Tür anbringen, dass das so aussieht, als könnte man da dann halt durch. Oder warte, ich sehe gerade eine andere, die mir besser gefallen würde. Die hier. So halt. Ne? Dann müssen wir da den Zaun vielleicht noch verschieben. Aber dass man halt hier so die Möglichkeiten hat, ja, auch hier so von einem Gebäude zum anderen etc. pp. Dass das einfach alles verworrener wird. So wie wir es da ja auch gemacht haben, wobei mir die nicht so gut da gefällt. Also, ich weiß auch noch nicht. Irgendwie sieht die so ein bisschen fehl am Platz aus. Weiß ich noch nicht, ob die wirklich bleibt, aber mit dem Gebäude hier bin ich sehr zufrieden. Sowas müssen wir vielleicht öfter einbauen mit diesen Schiffsteilen als Dächer. Da müssen wir mal ein bisschen rumprobieren. Und sonst so, der Look hier macht sich langsam. Also, mit dem mittleren Haus bin ich mehr als zufrieden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, für euch hat es auch gefallen und ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir hier weiter rumbasteln. Bis dahin. Tschüsselü.